Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Dave the Diver, eine weitere Folge. Wir müssen Thunfisch besorgen, denn heute ist Thunfisch-Party. Und ich habe mir gedacht, wir rufen jetzt unsere unseren Upgrade Duff's Laden an. Wir gucken jetzt mal, dass wir vielleicht ein Upgrade auf die Betäubungswaffe haben, denn unser Kollege hat noch nicht diese Fangnetzbombe da, die er normalerweise hat. Ich mache jetzt hier mal ein Upgrade auf der Betäubungskanone. Das müsste eigentlich gehen. Ja. Verbesserung Nummer 1. Sehr gut. Darf wieder am Start. Können wir da noch eins draufsetzen? Geht auch. Wie viel kostet uns das? 600, ja. Diese Zwischensequenz macht mich fertig. Geht noch ein Upgrade? Nö. Jetzt haben wir alles auf Maximum aufgelevelt. Dürfen sie nur noch nicht vergessen hier. Ah, die haben wir schon mit. Sehr gut. Sehr gut. Cool. Dann auf Thunfisch fangen. Ein Schafskopf. So ein Kartenspiel, so kein Fisch. Wir haben gar keine Ahnung hier im Spiel, oder? So, ein paar Algen noch mit. Gucken wir, ob wir hier noch vielleicht eine verbesserte Spitze kriegen oder so. Ja, nehme ich mit. Verbesserte Z-Pfeil. Kann ich gut gebrauchen. Ah, die Thunfische waren mehr an der Wasseroberfläche, oder? Oder ist das random, wo die auftauchen? Oh, wir müssen die Katze füttern. Ich habe ständig vergessen, die Katze zu füttern. Müssen wir machen. Müssen. Müssen wir gar nichts, aber ich mach's. Hier die Agrofische, die will ich jetzt aber nicht betäuben. Na egal. Wobei hier ist Munition. Mobbett. Okay, wir schwimmen jetzt mal nach rechts rüber, um zu gucken, ob da Thunfische rumschwimmen. Oh, das hört sich so an, als wären da welche. Das Geräusch weist auf jeden Fall auf Thunfisch hin. Ah, da sind sie. Alter, wie soll ich das schaffen? Hier vielleicht? Kommt vorbei, ihr Lieben. Das interessiert ihn gar nicht. Oder schläft er später ein? Ach, vorbei. Au. Au. Sag mal, Leute. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich habe einen zweiten reingeballert. Wie war das denn? Schläft der eine jetzt hier unten? Nee. Vielleicht kriege ich hier nochmal ein Upgrade. Ich probiere es nochmal. Aber ich glaube nicht. Okay, das wird nichts. Was machen wir denn jetzt? Schnetzeln? Das, ich glaube, das wird nichts, oder? Ein 8er Schaden, da kann ich ja ewig probieren. Hm.
Ich glaube, eher gehe ich hier kaputt, ne? Oh, falsche Waffe. Au. Muss mal gucken, ob hier irgendwo Sauerstoff rumfliegt. So wird's nix. Oh, Sauerstoff, ich brauche eher Sauerstoff. Nachgiften. Die verpieseln sich doch jetzt hier von mir. Ah, vorbei. Ah, Mama. Habe ich getroffen? Komm, wenigstens ein. Ah, vorbei. Wenn du zu nah dran bist, triffst du gar nichts. Hier kommen sie auf jeden Fall immer vorbei. Nochmal getroffen. Nochmal getroffen. Warte mal, es sind nur vier, oder? Das sind nur vier. Sehr, sehr nice. Da ist auch Sauerstoff, den hole ich mir jetzt mal. Naja, ein 2-Sterne-Thunfisch ist besser als ein Kein-Sterne-Thunfisch, ne? Das war schon mal nicht schlecht. Mehr Mopeds haben wir nicht. Wir können sie höchstens noch auseinandernehmen. So, warte mal. Dann gehe ich hier nochmal vorbei. Au. Recht habt ihr. Oh, sein Kollege kommt. Das war die Rache der Thunfische. Okay. Das muss reichen. Boah, das sind ganz schön viele Kilo, die man da rausholt, ne? So. Jetzt holen wir noch einen Rest. Wir gucken mal, was wir hier noch finden. Oh, da sind noch mehr.
Da sind noch welche. Und ein Seepferdchen. Au. Aber die Position ist ganz gut. Okay, die Position ist so besser. Waren es nicht eben vier? Waren es nicht eben vier? War nur drei, okay. Brauche ich auch gleich wieder Sauerstoff. Hin. 179 haben wir noch, es geht schon. Naja. So, jetzt bräuchten wir mal ein bisschen Sauerstoff, dann können wir den Rest noch holen. Ich hätte zwar lieber Leben gehabt, damit wir auch ein bisschen Rogen haben, um die nachzuzüchten. Aber einen haben wir ja von denen. Haben wir ja bekommen. Okay. Sehr gut. Zumindest sind zwei Sterne, ne? Das ist schon mal nicht schlecht. Gucken wir mal, was wir noch fangen können. Schlafe. Oh, den hat man noch nicht. Nicht mit die Mama. Oh, vorbei. Da ist noch ein Seepferdchen, sehen wir mit. Europäischer Papageienfisch. Die Geräusche, wenn ich so langsam paddeln? Wahrscheinlich, ne? Komm, wir übertreiben es jetzt nicht. Sprach's und hatte über 100 Kilo in der Tasche. So, dann haben wir zwei von denen, dann müssten wir eigentlich nachzüchten können. So, ab zum Boot. Ab zum Boot. So. Das war doch sehr erfolgreich. Hoffe ich, glaube ich. Weiß ich nicht. Seepferdchen. Rang 4.
Rang 4. Na, guck mal an. Das Fest ist im vollen Gange. Ich würde sagen... Was was passiert? Uiuiui. Was passiert hier? Alter Vater, was war denn das jetzt? Ja, dann mal zu Banjo. Ja, wir kommen. Ja, bin ich mal gespannt, ob der Laden noch steht. Okay, das sieht... Ich wollte gerade sagen, demnächst fällt das hier wieder auseinander. Was ist denn mit dir, Dr. Bacon? Mit uns ist alles gut bei dir? Ich fühle mich auch nicht sicher, ich habe auch keinen Bock auf Monster. Ja, dann opfer du dich doch, Dr. Bacon. Bleibt er jetzt da, oder was? Okay, der bleibt da. Spiegelqualle sind angekommen? Was? Okay. Dann würde ich sagen, packen wir mal aufs Menü, was heute im Trend ist, oder? Hier, fangen wir mit dem Sushi an. Können wir es veredeln? Können wir, und es gibt auch richtig gut Kohle. Der Meister bei seiner Arbeit. ...175. Was kosten nochmal veredeln? 4. Dann gibt es aber 216. Ich glaube, das mache ich. Und nochmal veredeln? 256, 180, nochmal 6. Dann könnten wir 6 Stück verkaufen. Ich weiß es nicht. Nee. Wir verkaufen. Wir haben 12. Verkaufen wir wirklich 12 Gerichte? So, 6 Stück. Mit Autokochen. Next. 39. Na, da können wir aber ordentlich veredeln, würde ich sagen. ...152 für 4, machen wir auf alle Fälle. 180 für 6, machen wir. 209 mit 141 für 10. Nur 39 mehr. Nee, das heben wir auf. Das heben wir auf. So, was haben wir noch? Das hier. Einmal veredeln geht. Nochmal veredeln geht. Machen wir auch noch. 10 sind mir zu viel. Nee, 10 sind mir zu viel. Können wir ja beim anderen Mal noch verkaufen. Oder gehen die alle weg, nachdem sie veredelt worden sind? Ich hoffe ja nicht, ne? 39! Auf 60. Einmal machen wir noch. Quatsch, nicht veredeln, Autokochen. So, heute Abend hauen wir Umsatz raus. So, jetzt haben wir noch 30.
7 Gerichte zu 60. So viel verkaufen wir eh nicht. Ja. Also, heute Abend müssen wir wirklich gut verkaufen. Haben wir noch ein Thunfischgericht? Haben wir gar nicht, ne? Außer in der Forschung. 9 haben wir. Warte mal, hier sind 2 Thunfischgerichte. Das ist 5 und 5. Kleines Tröpfchen. So, mal gucken, ob wir noch was auf die Karte setzen können. Ah, leider nein. Nee, haben wir nicht mehr. Ja, weil uns hier Eier und Kirschtomaten und so ein Kram fehlen. Ja gut, dann setzen wir jetzt, wir haben ja nach Preis sortiert, setzen wir hier die Seetraube mit Reis drauf. Veredeln wird uns zu viel kosten, deswegen machen wir das so. Und hier noch 2 von diesem Kugelfisch. Setzen wir so drauf. Okay. Dann lass den Abend beginnen. Du. Der will irgendwas Besonderes. Oh, sie gibt schon aus. Okay, warte mal. Sie bedient noch. Ich wisch mal hier durch. Das macht ja sonst keiner. Ich wisch hier vorne mal schnell durch. Oh, da ist jemand abgehauen. Das ist nicht gut. Ich glaube, wir brauchen noch jemanden in der Bedienung. Oh, Bier. Bisschen übergekocht. Kann ich? Ah, sie gibt aus. Ich glaube, einen haben wir verpasst, ne? Okay. Wow. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Okay, wir haben genügend Likes. Boah, fast 10.000 gemacht. Hat sich gelohnt, die Thunfische noch zu holen für das Fest. Oh, was ist denn das? Bravo. Ja. Aha. Hey, ich steuere jetzt den Dr. Bacon. Okay. Oh, was sind das? Alte Aufzeichnung. Untersuche die alte Höhle. Das ist ja cool, dass wir noch mit Dr. Bacon spielen. Okay, die Menschen und die Seevolk haben schon mal miteinander was zu tun gehabt.
Das sieht aber jetzt nicht so aus. Ich glaube, Buchstaben haben wir gesehen. Okay, warte mal, lass mich das nochmal angucken. Also, Giraffe, Meerjungfrau, weiß ich nicht, Männchen mit drei Beinen. Sesam, öffne dich. Genau, geh rein, Dr. Bacon. Was soll schief gehen? Hops, weg ist er. Weg ist er. Oh je. Das sieht blutig aus. Die Menschen haben das Seevolk gejagt. Ach du Güte. Irgendein Amulett, oder? Ein Atemgerät. Oh oh, was passiert? Oje, oje. Das war's mit Dr. Bacon, oder? Piraten. Die plündern. Oh je, yeah. Flucht. Was ist denn jetzt los? Entflieh den Piraten, wie denn? Das war nicht gut. Mist. Könnt ihr mal auf so einen Felsen fahren? Das war ein großer Felsen. Jawohl, sehr schön. Fast umgekippt. Voll die Action. Ah, es regnet, natürlich. Die zugefrorene Passage, Kapitel 5. Wir kommen ans Ende. GoPro hat noch einen Beitrag hochgeladen. Dann gucken wir doch mal bei der Cookster-App vorbei. Da müssten wir eigentlich auch ein Upgrade. Ja, okay. Rangaufstieg. Haben wir nicht ein Upgrade? Nee. Oh.
Wir müssen besser werden im Geschmack. Okay, 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 okay. Machen wir alles. Kommen wir alles dazu? Wir gucken noch schnell in den Echo Watcher. Haben wir noch was zum Abgeben? Nö. Nö, 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 nö. Ihr Lieben, wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.